Monatlich sind wir für Sie bei den Landtagssitzungen im Schloss, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Diesen Mittwoch war die erste Sitzung 2015. Klar, dass da Themen wie Toleranz und Flüchtlinge ganz weit oben auf der Agenda standen. Andreas Luski präsentiert Ihnen jetzt den Landtagsreport Januar. Selten herrschte wohl eine so große Einigkeit über die Relevanz des Themas der Aktuellen Stunde im Landtag. Flüchtlinge, deren Anzahl sich in naher Zukunft deutlich steigern wird, beschäftigen nicht nur die Parlamentarier. Jedenfalls die Demokratischen, die NPD-Abgeordneten blieben zunächst fern. Ministerpräsident Erwin Sellering erteilte Demagogen und Hetzern eine deutliche Abfuhr und verweigerte den Dialog mit Megida und Co. Gerade einmal 2% der Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, werden MV zugeteilt. Die offenen Fragen der Unterbringung müssen dennoch dringend geklärt werden, vor allem mit den Kommunen. Viele Einzelfragen, die sich jetzt schon abzeichnen und die sich noch weiter verstärken werden, auf die wir eingehen müssen, die sich bei der Aufnahme und Integration stellen. Diese vielen Fragen sollen das Hauptthema des nächsten Treffens der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden und mit den Landräten und Oberbürgermeistern sein. Das Treffen wird am 16. Februar sein. Es wird zurzeit vorbereitet. Und ich will nur sagen, die Liste der Fragen, die wir da erörtern müssen, die ist sehr lang. Es geht wirklich um sachlich gute Arbeit. Zum Beispiel wichtige Fragen bei der Unterbringung der Flüchtlinge. In Schwerin soll die ehemalige Kaserne in Sternbuchholz zur Flüchtlingsunterkunft für 400 Flüchtlinge werden. Das Schlagwort Willkommenskultur war fraktionsübergreifend das Wichtigste, aber die Umsetzung nicht unumstritten. Gerade bei derart sensiblen Themen forderte Helmut Holter, Fraktionsvorsitzender der Linken, Oppositionsanträge nicht pauschal abzutun. So wurde die in anderen Bundesländern gängige humane Praxis, eine Anordnung der Aussetzung von Abschieben während der Wintermonate, Winterabschiebestopp genannt, von unserer Koalition abgelehnt mit einem Riesengetöse. Sie erinnern sich, es war die letzte Sitzung vor Weihnachten. Bis zum 2. Januar waren hiervon 10 Personen und davon 4 minderjährige Kinder betroffen. Sie haben das auch abgelehnt, das wissen doch alle. Gemeinsame Verantwortung sollte künftig anders aussehen. Das ist mein Appell an die Koalitionsfraktion und an die SPD, nicht nur in der Aktuellen Stunde darüber zu reden, sondern auch Konsequenzen folgen zu lassen. Eine dann folgende Abstimmung war Jahre erwartet worden. Endlich sollte das neu gefasste Rettungsdienstgesetz beschlossen werden. Wichtige Neuregelung darin, die Bemessung der Hilfsfristen, die für die Versorgung ausschlaggebend sind. Nur sie startet nicht mehr in dem Moment, in dem der Disponent in der Leitstelle den Anruf annimmt, sondern sobald er das geeignete Rettungsmittel alarmiert. Zugleich, das haben wir bereits gehört, fallen die sogenannten Sondergebiete weg. Das heißt, auch die Einsatzorte, die selbst unter optimalen Bedingungen nicht innerhalb von 15 Minuten zu erreichen sind, werden künftig in die Auswertung der Hilfsfristerfüllung mit einbezogen. Keine weißen Flecken mehr und damit eine Verbesserung der Versorgungsqualität, gerade im ländlichen Raum. Betrachtet man beides zusammen, haben wir künftig eine Hilfsfrist, die beides ist: ehrgeizig und praxisnah. Außerdem wurden neue Berufsbilder wie das der Notfallsanitäter und Leitstellendisponenten ergänzt und die Wasserrettung in die Rettungskette mit aufgenommen. Doch gerade für das neue Personal mangele es an staatlichen Ausbildungsmöglichkeiten, so Silke Gajak von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Einige Aspekte, wo wir Verbesserungsbedarf sehen, und das ist dieser Bereich der Ausbildung. Wir haben, wie Frau Hesse eben sagte, 3 Privatschulen. Zurzeit werden 30 Notfallsanitäterinnen ausgebildet und wir meinen, das reicht nicht. Wir haben unseren Änderungsantrag gestellt, eben hier die Landesregierung in die Steuerungsverantwortung zu übernehmen, dass sie Steuerungsverantwortung übernimmt und eben auch darüber nachdenkt, zusätzliche Ausbildungsplätze an staatlichen Schulen vorzusehen. Und ich denke, gerade mit dem Bedarf ist das ein sehr konstruktiver Vorschlag. Die Änderungsanträge der Opposition flossen laut Abstimmung nicht in die Neufassung des Rettungsdienstgesetzes ein. Ein Dauerbrenner durfte nicht fehlen. Nach der Abgabe der angeblich fast 150.000 Unterschriften für das Volksbegehren gegen die Gerichtsstrukturreform wiederholte die Opposition ihren Antrag, mit dem sie im November schon einmal gescheitert war. Die bereits gestartete Reform soll um 2 Jahre verschoben werden. Die Antwort der Justizministerin: absolut unmöglich. Personell, baulich und auch IT-technisch musste bisher und muss weiter viel vorbereitet werden. Selbst wenn Sie eine Maßnahme rückgängig machen wollten, ging das nicht von jetzt auf gleich. Mit der Umsetzung der Gerichtsstrukturreform kommen wir planmäßig voran. Wir liegen in der Zeit und das ist auch gut so.
Denn wir müssen handeln, heute und nicht morgen. Für ein Hinausschieben der notwendigen Reformschritte gibt es keine tragfähigen Gründe. Katrin Borchert von den Linken stellte den weiteren Verlauf dar, wie sie ihn für wahrscheinlich hält. Und dann kommt es zum Volksentscheid. Und auch da sind Sie sich sehr sicher, weil aufgrund der hohen Quoren es wahrscheinlich kaum zu schaffen ist, das, den Volksentscheid entsprechend des Volksbegehrens positiv zu Ende zu bringen. Sie lehnen sich also zurück und sagen, die demokratischen Instrumente, die wir haben, da haben wir so hohe Hürden gesetzt, lasst sie mal machen, interessiert uns alles nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, falsche Einstellung. Wie falsch die Einstellung ist, wird sich im März zeigen, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Der Antrag auf Aussetzung der Reform jedenfalls wurde abgelehnt. Rechnet man die nun folgenden Fristen mit ein, wird das Ergebnis des Volksentscheides nicht vor Anfang 2016 feststehen, kurz vor der Landtagswahl.